Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, versucht man immer, sie auf eine trigonometrische Grundgleichung zurückzuführen. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Die Auflösungen dieser Grundgleichungen werden im Tutorial D5029 erklärt. Hier werden wir also versuchen, diese trigonometrische Gleichung auf die Grundgleichung Sin gleich Sin zurückzuführen. Das ist auch nicht sehr schwierig, denn im trigonometrischen Kreis erkennen wir sofort, dass minus Quadratwurzel von 3 halbe der Sinus von minus Pi Drittel ist. Und somit haben wir diese Grundgleichung Sin gleich Sin. Die Auflösung dieser Grundgleichung funktioniert so: Sinus von x gleich Sinus von Alpha, dann und genau dann, wenn der Winkel x gleich zu Alpha plus k mal 2 Pi ist, oder wenn der Winkel x gleich ist zu Pi minus Alpha plus k mal 2 Pi. Diese Zahl k ist eine ganze Zahl. Diese Auflösung dieser Grundgleichung erkennen wir sofort in dieser Zeichnung. Also können wir daraus schließen, dass der erste Winkel 2x gleich ist zum zweiten Winkel minus Pi Drittel plus 2k Pi oder dass der erste Winkel 2x gleich ist zu Pi minus diesen zweiten Winkel plus 2k Pi. Jetzt werden wir noch durch diese zwei teilen. 2x gleich minus Pi Drittel plus 2k Pi führt sofort zu x gleich minus Pi Sechstel plus k Pi. Also so, x gleich minus Pi Sechstel plus k Pi. Jetzt schauen wir noch diese zweite Gleichung. Hier steht 3 Pi Drittel plus Pi Drittel, das macht also 4 Pi Drittel. Und 4 Pi Drittel plus 2k Pi geteilt durch 2, das ergibt 2 Pi Drittel plus k Pi. Wir haben hier also die Lösungen für x gefunden. Diese Lösungen zeichnen wir in den trigonometrischen Kreis ein. Die erste Möglichkeit, das ist minus Pi Sechstel plus k Pi, also minus Pi Sechstel plus Pi plus Pi plus Pi oder auch minus Pi, minus Pi, minus Pi und so weiter. Diese Winkel sind also diese und diese. Und dann noch 2 Pi Drittel plus k Pi. 2 Pi Drittel, das ist dieser Winkel. Und wenn wir dann jedes Mal Pi addieren, dann haben wir diesen Winkel plus Pi, plus Pi, plus Pi oder auch bei der Subtraktion minus Pi, minus Pi, minus Pi. Also erhalten wir immer diese und diese Winkel. Anhand dieser Zeichnung können wir jetzt alle Winkel zusammenfassen und in die Lösungsmenge stecken. Hier können wir es nicht kürzer fassen als da. Was ich gemacht habe, ist nur den Winkel 2 Pi Drittel durch minus Pi Drittel ersetzt. Warum? Weil dieser Winkel kleiner ist als dieser Winkel. Und somit haben wir die trigonometrische Gleichung gelöst. Und die Übung ist schon beendet.